So, gerade bei Holger angekommen. Das ist noch der Roller. Wenn man das der überlebt hat, heftig. Oh, Videodreh. Moin, hey. Chef! Moin! Moin, Leon, da ausgeschlafen? Ja, muss, ne? Eher dein Abendmittag hier beendet. Ist ja auch schon schließlich abends spät. Ja, das stimmt. Für euch sind wir extra noch richtig spät abends an Gang, damit ihr auch ein schönes Video bekommt. Und haben außerdem, wie ihr vielleicht in diesem Video seht, ein paar Scheinchen auf den Tisch gelegt für ein neues Objektiv. Und das war wirklich nicht billig, also haben wir für euch richtig geblutet. Mhm. Ihr fragt euch bestimmt, was wir heute so vorhaben. Heute das ganz besondere Thema, wie stelle ich meine Zündung bei der Puch Maxi ein? Auf YouTube gibt es echt geile Videos von anderen YouTubern, wie zum Beispiel Puch Maxi Upload, das hat auch wirklich geil gemacht. Aber da ist dennoch das Problem, der wirkliche Laie hat echt Probleme, das umzusetzen in Wirklichkeit. Die zeichnen OT ein, das ist auch wirklich geil erklärt bei dem Video, aber als Laie ist oft alles ein bisschen zu viel, also man kriegt das einfach nicht auf den Punkt eingestellt. Ich habe das schon so oft gesehen oder auch Kollegen von mir, Schrauberkollegen, richtige Leute, die richtig tief in der Puchszene sind, dass die irgendwie was angezeichnet haben am Pullrad, aber in Wirklichkeit der Zündzeitpunkt nicht das war, was die wollten, also nur Unfug fabriziert hat und in Wirklichkeit auch alles zu spät teilweise war, dann war das Problem wegen der Thermik, die Motoren wurden heiß und solche Spielchen. Dementsprechend habe ich heute mal was vorbereitet für euch, wie man die Zündung am besten einstellen kann als Laie, sodass das wirklich funktioniert. Klar ist, diese Einstellung ist natürlich, oder generell die Einstellung ist nicht ganz 100% auf den Punkt gebracht, das stimmt teilweise, aber besser nicht ganz 100% auf den Punkt gebracht, als völlig zu spät zu zünden oder solche Folgeschäden zu haben wie der Unterbrecher, dass er nicht weit genug öffnet. Das Problem ist zum Beispiel, wenn man den zu dicht einstellt, passiert das, dass sie überhitzen, also blau anlaufen und solche Spielchen. Und dementsprechend kommt mal mit, was wir so vorbereitet haben. Muss außerdem gesünder leben, deswegen gibt es hier mittlerweile Äpfel und so in der Firma. One apple a day keeps the doctor away. Nicht, dass ich bald ganz durch die Gegend rolle, das will man auch nicht. Also ein bisschen abspecken. So. War echt lange am Überlegen, wie bringe ich euch das am besten bei, Volllaie Puch-Maxi-Zündung einzustellen beim E50-Motor. Also da haben wir wirklich viele Stunden den Kopf zerbrochen. Alles scharf im Video? Ja, relativ. Die Kamera wollte gerade nicht ganz mitkommen, aber liegt, glaube ich, daran, dass du zu schön bist. Ja, echt. Wer weiß. So, kannst du mal kurz ein bisschen näher kommen mit der Kamera. Hab hier was ganz Tolles gemacht mit dem Pullrad. Für euch musste das Pullrad speziell leiden. Tada, man bekommt Einblicke in die Zündung. Und hier ist das restliche Stück vom Pullrad. Hier seht ihr ein ganzes Pullrad. Die Besonderheit beim Pullrad... Das muss eben fokussieren. Ja. Alles scharf wieder? Alles scharf. Perfekt, dann kannst du ja weitergehen. Hier ist ein Noppen. Auf dem Noppen öffnet sich der Unterbrecher. Und in dem Bereich, wo das abgeschliffen ist, ist der Unterbrecher zu. Das habe ich in der Zündung vorbereitet. Ich drehe mich mal kurz auf der Seite. Kannst du euch da abfilmen? Ich hoffe, das ist auch mit dem Licht super, weil wir schon dunkel haben. Alles scharf? Ja. Yeah. Perfekt. Der Puch Maxi Motor dreht im Uhrzeigersinn. Jetzt ist aktuell der Unterbrecher geschlossen. Und jetzt seht ihr, wie der langsam aufgeht in diesem Bereich. Er geht auf, er schließt sich. Also ganz einfach. Ich lege das mal kurz zur Seite und drehe mal ein bisschen schneller durch. Ich könnte so auch wirklich noch starten, obwohl ein paar Pole fehlen, aber das finde ich so gut für die Kurbelwelle.
Ich hoffe, ihr konntet das sehen mit dem Unterbrecher. Hier sieht man es auch nochmal toll, wie schön das sich öffnet und schließt. Um auf den richtigen Zündzeitpunkt zu kommen, muss man erstmal die Grundplatte richtig einstellen. Da habe ich auch extra für euch lange ausgemessen, wie kriege ich das ideal hin, ohne diese ganzen Spezialwerkzeuge zu holen, die eigentlich in Wirklichkeit noch mehr verwirren würden. Weil müsstet ihr dann mit gewissen Sachen ansetzen, würde ein Laie einfach nicht drauf klarkommen, weil das oft zu viel ist. Einige Leute schaffen es echt super sofort, aber es geht um die Mehrheit. Wichtig ist erstmal die Grundplatte richtig einzustellen. Also geht man bei, man löst die Schraube. Dann einmal unten im Lösen. Ruhig ein Stück zurückdrehen. Und hier oben. Ihr seht jetzt, man kann die Grundplatte verdrehen quasi. Im Uhrzeigersinn drehen ist, einen Moment eben, richtig, so ist auf voll spät gedreht, also im Uhrzeigersinn drehen, die Grundplatte ist auf spät drehen und entgegengesetzt ist auf früh drehen. Würde man die Grundplatte auf völlig früh befestigen, ist der Zündzeitpunkt zu früh gewählt und dementsprechend laufen die einfach nicht gut. Dann fangen die so an zu klackern, komisch, das hat nichts. Ist sie zu spät gestellt, die Grundplatte, passiert ein bedeutender Fehler beim Motor. Der Motor, der kocht einfach nach einer Zeit, der wird heiß. Weil wenn die zu spät zünden, dann entsteht eine extrem heiße Verbrennung. Das ist also kontraproduktiv. Wenn ihr die Grundplatte als Laie richtig einstellen wollt, dann geht ihr bei, unten kann man es am besten sehen, ihr dreht die erstmal auf Anschlag. Auf Anschlag entgegengesetzt der Drehrichtung, so wie das quasi jetzt steht, und dann ganz kleines Stück zurück. Als Faustregel gibt es den Tipp, so dass die Unterlichtscheibe von der Schraube noch gerade den Spalt belegt. Drehen wir die Schrauben ein bisschen weiter dran. So, dass wir die gleich noch schön drehen können. Perfekt. Dann gehe ich immer bei, habe quasi die Schrauben gelöst. Drehe die erstmal auf voll früh. So könnt ihr es auch super sehen. Die Kompression ärgert uns gerade ein bisschen. Setzt den Schraubendreher dazwischen und hebelt quasi einmal die Zündung rüber. Na, ich habe die Schrauben wohl doch zu doll angedreht, also immer wieder einen Tacken lösen. Tatsache, das ist oft der Vorführeffekt. So, jetzt seht ihr, das kann man bewegen und jetzt ist die Einstellung auch schon ideal. Der Spalt wird gerade noch so belegt von der Unterlichtscheibe, dementsprechend ist das super gewählt. Würde man die mittig einstellen, ist der Zeitpunkt später schon wieder zu spät, beziehungsweise man müsste den Unterbrecher zu doll zusammenstellen und dann passiert, dass er heiß wird. So, super, jetzt sitzt das. Jetzt wisst ihr schon mal, wie ihr richtig die Zündplatte einstellen könnt. Als nächstes geht es darum, den Unterbrecher einzustellen. Der Unterbrecher ist mit einer Schlitzschraube befestigt, also löst man das quasi einmal. Man setzt den an, man löst das. Jetzt ist er auch schon zusammen. Wenn der Unterbrecher nicht öffnet, dann gibt es auch keinen Zündfunke.
Das ist auch ein Klassikerfehler bei vielen Mofas. Wenn man die Zündung macht und den Unterbrecher nicht öffnen lässt, dann bringt das nichts, weil die Zündung nicht funktioniert. Machst gerade ein bisschen Zusatzlicht, oder? Ein bisschen extra Licht. Ja. Perfekt. Den Unterbrecher einzustellen, ist eigentlich in Wirklichkeit ganz einfach. Das Teil habe ich jetzt hier weggenommen, damit ihr das auch einfach sehen könnt. Man hat ja die Schraube gelöst, dass er ganz zusammengefallen ist. Dann geht man bei, dreht die wieder ganz leicht an, dass quasi der Unterbrecher bei der Einstellung auf Position gehalten wird. Dann ist hier ein Schlitz, wo man mit einem Schraubendreher zwischengehen kann und kann den aufhebeln. Hier seht ihr das bereits. Der ideale Abstand ist zwischen 0,4 und 0,45 mm. Ich empfehle persönlich 0,45 mm einzustellen, aus dem Grund, weil der Unterbrecher ein Verschleißteil ist. Der läuft quasi mit der Spitze hier im Noppen die ganze Zeit drüber und dementsprechend trotz Fetten ist immer ein bisschen Abrieb, also muss man nicht so oft die Zündung nachstellen. So, wir drehen jetzt einmal in der Richtung. Das sieht doch schon fast gut aus. Ein bisschen muss noch nachgeholfen werden, um auf 0,45 mm zu kommen. Perfekt. Ein Werkzeug empfehle ich euch als Laie. Das hole ich mal kurz her. Hier, die Plättchen sind ideal zum Einstellen. Das Werkzeug verlinke ich euch unter dem Video. Hier seht ihr quasi unterschiedliche Plättchen in unterschiedlichen Stärken. Hier ist es auch beschriftet 0,4. Nehmen wir erstmal 0,45, hat die Platte nicht. Haben wir den und dann suchen wir uns auch 0,5 raus. Da ist sie. Dann legen wir die einfach übereinander und haben 0,45 mm Abstand. Hier, das ist perfekt gewählt. Das ist perfekt gewählt. Bei mir müsst ihr euch vorstellen, ich habe bestimmt schon 1500 Zündungen eingestellt, wenn nicht sogar noch viel mehr, also dementsprechend schon wirklich viel erlebt und auch viele Leute kenne ich aus der Branche, die das tagtäglich machen müssen. Also wart diese Tipps für euch auf und nutzt das. Denn es bringt nichts, wenn man irgendwie sagt, ich habe meine Zündung so und so eingestellt als Laie, aber in Wirklichkeit ist sie völlig woanders. Man denkt, man hat das so eingestellt, aber es funktioniert in Wirklichkeit nicht lange, weil man ständig neue Zündungsprobleme hat. Wenn das nicht richtig eingestellt ist, der Unterbrecher, dann ist da ein extremer Verschleiß und da wird man einfach nicht lange Freude dran haben. Dann bringt der beste Bosch-Unterbrecher nichts, wenn man so einen Humbug treibt. Ein Mythos wollte ich noch gerne mit euch testen. Der Mythos, mit der Postkarte die Zündung einzustellen. Hier habe ich so eine richtig coole Postkarte geschenkt bekommen letztens vom guten Freund. Die nehmen wir jetzt einfach mal her, ob das passt von Abstand her. 0,45. Das ist ideal. Dementsprechend, der Mythos stimmt mit der Postkarte. Falls ihr eine Postkarte liegen habt, könnt ihr diese auch einfach nehmen, um den Abstand zu bestimmen. Schönen Streifen rausschneiden und quasi in die Zündung halten. Wir bauen das mal kurz wieder zusammen. So geht das. Perfekt. Ich hoffe, dass ich euch als Laie helfen konnte, eure Zündung richtig einzustellen, dass euer Mofa auch funktioniert und nicht irgendwie Probleme macht oder so. Natürlich hätte ich euch erklären können, ihr könnt dieses tolle Werkzeug kaufen, zum Zündzeitpunkt bestellen, jenes machen und so. Einstellen, nicht bestellen. Einstellen. Ab und zu meine leichten Sprachfehler passiert, wenn man auch oft lange wach ist, wie jetzt.
wir es quasi so ein bisschen später schon haben, eigentlich gewisse Leute schon ins Bettchen sollten. Ja, das ist ja schon 21.30 Uhr jetzt mittlerweile. Und es gibt Leute, die einfach um 5 Uhr morgens wieder raus müssen und trotzdem hier noch abends stehen und Gas geben extra nur für euch. Aber ich hoffe, so konntet ihr quasi ein bisschen von der Zündung dazu lernen und kommt zu Hause drauf klar und kriegt eure Zündung eingestellt, sodass ihr auch wirklich fahren könnt. Vergesst uns nicht auf, also erstmal ganz wichtig, bevor wir das vergessen, lasst unbedingt einen Daumen oben da. Auch für die Leute hinter den Kulissen, denn da stehen mittlerweile schon ein paar Personen, die ja wirklich Gas geben, nur für euch. Hallo, ich. Richtig, Mr. Ichman zum Beispiel. Und abonniert uns unbedingt, das ist so wichtig, dass ihr uns abonniert auf YouTube. Es gibt so viele Leute, die uns anschauen, aber leider nicht abonnieren. Und genau das ist es. Das wäre echt wichtig, damit wir langfristig auch finanzielle Gegenleistung bekommen. Denn wir haben jetzt schon so ein bisschen Kleingeld reingesetzt, nur für euch. Und folgt uns unbedingt auf Instagram, Facebook und eBay Kleinanzeigen. Bis dann, euer Holger und das Team natürlich von der Firma Moped Store Weber und Haringer GbR.